Ja, das ist meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Paragon. Ja, ich weiß, ich habe die Stimmen Animation da selber gemacht. Nein, auf jeden Fall, ja, bevor wir dann mit dem eigentlichen Thema des heutigen Videos beginnen, wie ich schon einmal gesagt, jetzt gibt es so einen kleinen Zwischenstand, was meine Wohnung betrifft. Am 1.11. habe ich meine Wohnung, das heißt, ab dem 1.11. werden richtig krass viele Videos hintereinander folgen, weil ich nämlich im Moment wirklich kaum dazu kam, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, und das so viel zu unregelmäßig war. Das tut mir mega, mega, mega leid. Nur ich hatte euch ja vorgewarnt in einem Video, dass es zu diesem Problem kam wegen, ne, der Sache da mit meiner Freundin und der, ich sag mal, Ex-Nachbarin, dass es dann jetzt leider dazu kam. Aber für die Leute jetzt zum Thema zu kommen, für die Leute jetzt, die das ganze Format auf meinem Kanal schon kennen, ihr wisst ja Bescheid, wie es funktioniert und wie es weitergeht. Und für die, die neu sind, es wird jetzt so ablaufen, und zwar werde ich ein Timebreaker, so nenne ich das schöne Ding, benutzen, womit die Zeit etwas schneller läuft. Natürlich nicht jetzt, wo ich rede, sonst hört man mich wie eine Mickey Maus. Sondern ich werde die erst etwas pitchen, nachdem ich fertig bin mit Babbeln und mich dann nur noch aufs Spiel konzentriere und euch die ganzen Fähigkeiten genannt habe. So, Murdoch. Achso, Murdoch. Es ist ja momentan dieser Halloween-Event. Ist das ein Halloween-Event? Egal. Mitternachts-Event heißt der Scheiß. Da kriegt ihr so einen Murdoch-Kürbiskopf-Skin für diese Eventzeit. Allerdings, sag ich mal so, wenn ihr den permanent haben wollt, den Skin, müsst ihr euren Epic-Account, also Epic Games-Account, verknüpfen mit dem Twitch-Account. Das geht ganz einfach. Ihr geht einfach auf die Webseite von denen. Wenn das da schon steht im Spiel, dann geht er automatisch auf der Webseite drauf und geht dann auf permanent bekommen, wenn mein Twitch-Account verknüpft ist. So, dann geht ihr da zweimal drauf und dann kommt ihr automatisch, werdet ihr dann weitergeleitet zu Twitch, um euch anzumelden in euren Account. Wenn ihr keinen habt, dann könnt ihr euch einfach mal so ganz easy registrieren, ist kostenlos, alles drum und dran. Und für diejenigen, die das gar nicht erst brauchen, ich wollte es nur noch mal erwähnen. Okay, heute haben wir Murdoch hier bereitgestellt. Charakterklassen Let's Play. Ich glaube, das ist jetzt sogar 05, glaube ich, mittlerweile schon. Egal. Also, Viereck ist auf jeden Fall Schrotschuss. Das heißt, Flächenwirkung Kegel, 93,6 Energieschaden. Natürlich, wenn ich es aufwerte, umso mehr. Und -32 Energie, Rüstung für denjenigen, der zerfetzt wird. Dann haben wir die Kreisfähigkeit, das ist statischer Falle, das ist die hier, zack. Wenn da einer durchlatscht, wird der gestunt und läuft dann erstmal nicht mehr so, sondern... Da. Dann haben wir auf jeden Fall noch die Fähigkeit, sieht übrigens so aus, dann holt er seine Schrot raus und knallt einfach nur drauf los. Das ist jetzt nichts Weltberauschendes, sag ich mal. Und ich bin fast tot, ich sollte mich mal zurück teleporten. Ja, wäre vielleicht mal besser. So, auf jeden Fall haben wir dann noch die Kreisfähigkeit, habe ich gerade schon genannt, die Viereckfähigkeit. Dann sind wir bei der R1-Fähigkeit, die R1-Fähigkeit aus dem Weg. Beschreibt eigentlich schon das, worauf diese Fähigkeit übrigens ausgeht. Denn, weil, wenn jemand zu nah dran ist, dann macht er einfach psch, mit so einem komischen Schild, woher er auch sein Schild zieht, aber ihr habt dann so ein komisches Schild und zieht den dann mal Mordsleben. Und Mordsleben? Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ich wollte gerade sagen, die haben noch Mordsleben. Ha! Ne. Ihr zieht den gar kein Leben, also ihr stunt die einfach nur weg so und schießt die so gesehen von euch weg, damit ihr die abballern könnt weiterhin. Mehr passiert da auch nicht. Ja, Murdoch an sich hat sehr, sehr wenig Widerstand, das sieht man auch, glaube ich, wenn der Mage da seine hässliche Fähigkeit macht, der Overpower Gideon, dann ist man auch ganz schnell mal weg. Ja, dann haben wir noch die Dreieck, die Ultimative, die geht across the map, das heißt... Wenn ich jetzt zum Beispiel Dreieck drücke, ich kann es euch mal kurz zeigen, hier, dann kann ich den zum Beispiel anvisieren und ich könnte ihn auch töten. Habe ihn jetzt leider nicht getroffen, aber diese Fähigkeit geht halt across the map und ihr könnt dann halt richtig, richtig nice
Oh yeah, mein Freund, dich kriege ich doch nicht. Und könnt dann halt richtig nice Kills dealen oder halt einfach mal, wenn da jemand ist und die Teammates vielleicht Hilfe brauchen, die Fähigkeit mal quer über die Map schießen, um ihnen dann zu helfen. Also ist schon richtig geil gemacht. An sich ist das ein guter Charakter, nur halt wenig Leben, wo man dann auch seine Decks darauf auch spezialisieren muss oder sollte, viel Rüstung zu haben und natürlich viel Schaden, aber Rüstung spielt da auch eine entscheidende Rolle, sonst kann man halt nicht viel machen, beziehungsweise nicht viel mitlaufen. Ja, bei mir ist jetzt das Problem, ich habe jetzt gerade leider noch kein Deck erstellt gehabt. Ich habe gedacht, so, okay, komm, testest du vielleicht mal, vielleicht dauert es ja wieder, dass du eine Runde findest, und war aber leider sofort in der Runde drin. Und dementsprechend konnte ich leider nicht mehr mein Deck erstellen. Aber für die Leute, die natürlich hier so einen kleinen Anfänger-Guide haben wollen, bin ich gerne dabei, mache ich auch gerne für Paragon. Aber also auf jeden Fall, da helfe ich euch, wie die Decks am besten aufgebaut sind für die jeweiligen Charaktere, weil jeder braucht natürlich irgendwas anderes. Und ja, es ist auch davon abhängig, was ihr für Karten habt. Wenn ihr die Karten dementsprechend nicht habt, dann müsste man eigentlich variieren. Also da, ja, ich glaube mit einem Level von 31 Standard-Level, also nicht in-game jetzt hier dieses Paragon-Level, sondern die selber mein Profil ist 31, müsste ich da schon einiges an Erfahrung gesammelt haben oder genug, um da mal ein bisschen was zu erzählen. Also wer sowas gerne mal haben möchte für irgendeinen Charakter, schreibt es in die Videobeschreibung. Videobeschreibung, lol, in die Kommentarleiste, was ist denn heute mit mir los? Ja, ich bin heute nicht so auf meiner Höhe. Hab heute den ersten Tag mal wieder frei und mach direkt ein Video für euch. Ja, dann könnt ihr mir das einfach in die Kommentarfunktion reinknallen und dann weiß ich Bescheid. Dann werde ich euch dann nochmal anschreiben und dementsprechend ja den Guide dazu machen oder halt vielleicht auch einfach nur ein Video, wo alle, die diesen Charakter halt haben wollen, mit den Decks, um das mal auszuprobieren, wie ich das am besten finde, dann auch einfach mal sehen, dass ich das so mache, dann könnt ihr das ja auch mal so variierend ausprobieren. Und für die Leute, die ganz neu bei Paragon sind, um das nur mal so anzuschnüffeln und zu gucken, oh, ist das vielleicht was für mich, ist das gar nichts für mich. Decks könnt ihr erst ab Stufe 5 machen, das heißt, ihr müsst schon ein paar Partien spielen, bis ihr eure eigenen Decks zusammenstellen könnt. Aber ansonsten gelten diese Guides dann auch für euch und ja. Ja, Mann, ich weiß, dass ich zurück muss. Schon wieder kein Leben mehr. Okay, bin gleich zurück. Ich bedanke mich.